zusammen. Wir machen heute Pizzabrötchen. Ich muss jetzt mal mich ein bisschen sortieren, wo ich was in welcher Schüssel habe. Wir fangen einfach mal hiermit an. Da sind drin 175 Gramm Mehl und ein halber Teelöffel Salz. Hier drin habe ich ein halbes Päckchen Trockenhefe mit 25 Milliliter lauwarmer Milch und 25 Milliliter lauwarmer Sahne. Da habe ich einfach das zusammengegeben, erwärmt, aber so, dass es auf Zimmertemperatur ist. Also, dass es ja nicht zu heiß ist, also nicht über 30 Grad geht. Deswegen ist die Hefe jetzt auch hier schön aufgegangen. Und dann haben wir da drin noch ein Dreiviertel Esslöffel Zucker. So. Jetzt kommen wir hier zur großen Schüssel. Da drin sind einmal 25 Milliliter neutrales Öl, 50 Gramm Quark oder Joghurt. Dann war es das eigentlich bis auf Gewürze. Da habe ich einfach Majoran, Basilikum und Oregano noch ein bisschen reingegeben. Das kann man natürlich auch austauschen, wenn man irgendwas nicht mag. Und dann geht es weiter mit den Pizzazutaten. Ich habe Pilze, Salami, so eine eingelegte Paprika, was hatte ich hier noch drin, und Oliven. Ich glaube, das war es auch schon. Da kann man natürlich wieder nach seinem eigenen Geschmack gehen. Ich gebe jetzt erstmal unsere Hefe, wo habe ich jetzt meinen Teigschaber, unsere Hefe mit der lauwarmen Milch, lauwarmen Sahne und dem Zucker hier mit dazu. Dann gebe ich direkt unser Mehl und Salz mit dazu. Denn die anderen Zutaten, die werde ich dann kurz von der Hand unterrühren oder per Hand, denn das soll ja nicht alles ein richtiger Matschebrei werden. Ich hoffe, die Paprika, die jetzt ja eingelegt waren, werden auch nicht zu matschig, aber werden wir dann am Ende sehen. Und los geht's! So, der Teig ist noch nicht richtig zusammen. Das mache ich jetzt mit der Hand. Wenn ich jetzt merken sollte, mir fehlt noch ein bisschen Flüssigkeit, gebe ich einfach noch einen kleinen Schuss Milch oder Wasser dazu. Werde ich jetzt wahrscheinlich sogar machen oder ich werde es machen. Einfach nur ein ganz bisschen. Ein Esslöffel. So, und jetzt werde ich irgendwie versuchen, die Zutaten da hineinzubekommen. Das einfach so machen, dass wir eben nicht zu arg rumpanschen, die dann hier so drauflegen, etwas flach drücken. Und ich gebe dann einfach zu dem Teig immer das, was hier noch so ein bisschen lose ist, einfach so mit dazu. So, jetzt sieht man ja, dass das alles noch nicht so hält. Jetzt nehme ich mir einfach hier ein Schälchen mit ganz normalem Mehl, tue das mir jetzt einfach so ein bisschen wie so eine Bulette drücken, weil wir haben natürlich jetzt viel Flüssigkeit mit da drin. Deswegen ist es natürlich auch normal. Na, du kommst da noch mit rein. So, jetzt kann man das dann nämlich schon besser flach drücken. Man kann natürlich den Schritt dann überspringen, den wir jetzt vorher gemacht haben, und nehmen einfach das aus der großen Schüssel raus und tun dann uns da gleich schon Mehl dazu machen. Da hat man das nicht so doppelt gemoppelt. So, und jetzt muss oder müssen die Brötchen erstmal etwas gehen. Und ich stelle das jetzt einfach abgedeckt auf die Heizung und dann sehen wir uns wieder
So nach 20 Minuten circa. So, und zwar, ich habe jetzt den Ofen auf 160 Grad Ober- und Unterhitze eingestellt zum Vorheizen. Was ich noch dazu sagen wollte, falls jetzt irgendjemand denkt, das ist aber ein komisches Gepansche gewesen. Ja, mag sein. Aber ich habe das Rezept jetzt auch nicht irgendwo gesehen, sondern mir das jetzt selbst ein bisschen zusammengestellt. Und dann wird man natürlich da auch in dem Moment, wenn man das dann macht, auch ein bisschen schlauer. Denn hätte ich jetzt zum Beispiel die Paprika, nicht die eingelegten genommen, sondern normale Paprika, frische geschnitten, hätten die ja wenig Flüssigkeit gehabt. Genauso wie mit den Champignons. Die habe ich ja aus dem Glas genommen. Also die hatten ja auch noch mal Flüssigkeit drin. Das wäre ja bei den frischen auch nicht gewesen. Und dann ist ja nur noch Salami dabei und Oliven. Also von daher kann man dann einfach auf die frischen Zutaten zurückgreifen. Dann hat man das halt nicht so. Muss ich nur gleich zur Verteidigung sagen, bevor es gleich wieder irgendwas gibt. So ist das aber ein Rezept. Und, und da bin ich jetzt schon vorprogrammiert. So, jetzt das dazu. Jetzt gebe ich einfach, da habe ich mir einfach so, diesmal habe ich mir das mal erlaubt, aus so einem Päckchen das zu nehmen. Einfach so Tomaten mit paar Gewürzen dran. Ansonsten mache ich meine Tomatensoße immer einfach geschälte Tomaten nehme ich dann. Dann gebe ich Salz, Pfeffer, Knoblauch, Oregano, Majoran und Basilikum dazu. Und dann püriere ich das einmal durch. Ich gebe jetzt auch nicht so viel drauf. Macht man ja bei einer Pizza auch nicht, denn es soll ja kein totales Gematsche werden. Wo wir wieder beim Thema sind. Sondern einfach nur leicht bestreichen. Dann kommt noch der Käse drauf und dann werden wir mal sehen, was diese Kreation dann am Ende sagt vom Geschmack her. Welchen Käse man da nimmt, ist natürlich auch jedem selbst überlassen. Ich habe mich jetzt für Emmentaler entschieden. Und ja, bei einer normalen Pizza kommt der Käse nach der Soße drauf und dann kommt der Belag. Aber das ist jetzt halt bei unserem Brötchen etwas anders. Dann geht das Ganze ab in den Ofen. So, meine Lieben, so sehen jetzt unsere Pizzabrötchen aus. Und zwar, die waren jetzt zwischen 25 und 30 Minuten im Ofen. Werden noch sehr heiß sein. Denn die liegen jetzt noch nicht lange. Und jetzt probieren wir mal. Mega. Gleich nochmal. Nicht, dass ich den Daumen falsch zeige. Mega lecker, was ich nämlich auch an dem Teig so mag, weil der so schön weich ist. Also das ist eine ganz schöne, weiche Geschichte. Ich will noch nicht, dass mir das jetzt alles auseinanderfällt, deswegen drücke ich nicht zu arg drauf rum. Aber mega, mega lecker. Und was ich halt auch noch gut an der Sache finde, ist, die kann man auch gut vorbereiten, dass man den Teig dann einfach gehen lässt. Und wenn dann halt die Familie kommt oder wenn halt die Freunde oder was kommen, dann kann man einfach die Soße drüber streichen, einen Käse drauf geben und ab in den Ofen. Und was soll ich mehr sagen? Außer macht's nach, lasst es euch schmecken und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!